Guten Morgen, liebe Sorgen. Wir sind auf dem Radweg T4 bei dem Campingplatz Oderbrück auf der nach Pölde gerichteten Seite. Im Bildzentrum war eben gerade das Schild, das die Richtung des Radweges T4 vorgibt. Das geht hier zu einer Auffahrt zur Bundesstraße. Die soll man dann überqueren. Das ist schlecht. Man sieht dort oben auch die LKWs und Autos fahren. Da kommt man ganz schlecht rüber, häufig nur mit Lebensgefahr. Jetzt fährt hier sogar auch mal ein Holzlaster unten lang. Und auf der anderen Seite gibt es zum Rotenberg eine Brücke. Von dort kommt man auf die andere Seite der Bundesstraße. Und da fehlt eigentlich nur eine ganz kleine Abfahrt. Und dann kann man ganz toll weiter durch die Oderau radeln. Wäre viel, viel sicherer für Kinder, für Personen mit Kinderwagen, für Leute im Rollstuhl, für Leute, die rüstig sind, die dann nicht mehr so schnell über die Bundesstraße eilen können, wenn der nächste LKW kommt. Mir wäre es lieber, wenn man da eine vernünftige Unterführung hätte, um in der Oderaue weiter reisen zu können. Und das hier ist eigentlich ein Verkehrszeichen. Ich hoffe, man kann es jetzt vielleicht ein bisschen besser erkennen, dass ein bisschen tricky ist, weil man da quasi zu einem Gefahrenort geleitet wird. Das hier wäre halt die sehr sichere Unterführung. Hier gibt es eine Straße, die den Rotenberg weiter hinaufführt. Und an diesem Schild kann man schon erkennen, dass es hier wohl einen Weg geben wird. Und es gibt auch eine Trampelfahrt. Nur, hier muss man schon Bergsteiger sein. Denn mit dem Fahrrad, mit dem Kinderwagen, geschweige denn mit dem Rollstuhl oder einem Bollerwagen, kommt man hier nicht lang. Da muss man dann tragen, schieben, sonst irgendwas. Auf einem Pferd ginge es womöglich, ist aber auch nicht so bequem, weil man mit einem Pferd, wenn man hier in der Feldmark unterwegs ist, hier gibt es mehrere Reiterhöfe, da möchte man wahrscheinlich auch nicht über die Bundesstraße, weil die Tiere sich erschrecken könnten. Das könnte dann da gefährlich werden. Die kann man dann vielleicht nicht so beherrschen, wie man das gerne möchte. Und da wäre es halt einfach günstiger, wenn es hier eine bessere, sicherere Gelegenheit gäbe, auf diese Straße zu kommen, damit man hier die Unterführung unter der Bundesstraße nutzen kann.